Moinsen, ihr Füchse da draußen. Willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Cyberpunk 2077. Ja, wir sind hier aber noch dabei, die Band wieder zusammenzubringen, aber naja, die letzte Bemühung ging dann doch irgendwie ein bisschen nach hinten los, wobei die Aktion schon witzig ist. Naja, wir verlassen dann jetzt diesen Ort mit dem vollgeschmodderten Pool und ja, wie sie schon sagt, lassen wir ihre Ruhe. Das hat sie sich auch verdient und verpissen uns und müssen jetzt warten, bis Nancy uns irgendwann mal anruft. Bedeutet, wir werden uns dann jetzt wieder normalen Quests widmen und schauen dann mal. Oh Mann. Machen wir wieder ein bisschen einfach normale Nebenmissionen, bis Nancy sich dann halt meldet, ne? Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh Mann, ey, das war auf jeden Fall witzig. Ja, würde ich sagen, bleiben wir doch sogar bei der Karre. Und dann geht es schon. Was gibt denn die Map hier noch so her? Z. Hier gibt's ein Auto. Hier gibt's ein Auto. Ein Auto. Hier haben wir nochmal Taube mit Ölzweig. Triff Sergej am vereinbarten Ort. Na, lass uns doch mal Sergej treffen. Der braucht unsere Hilfe. Schauen wir mal, was der Gute von uns möchte. Also Kinder, was habt ihr gelernt? Es ist nicht gut, einer Dame den Pool mit einem Zementmischer mit Zement vollzufüllen. Das gehört sich nicht. Die reagieren darauf nicht unbedingt erfreut. Nicht wahr? So, hier einmal eben hugelig lang. Also, oh Mann, ey. Aber wir bringen die Band wieder zusammen. Johnny ist nur durch mich da, also der zählt. Also im Grunde fehlt bis jetzt eine Person. Finde ich schade. Eigentlich. Ich habe mir gewünscht, dass es einfach komplett gut läuft. Aber dieses ist Night City. Ja, und die Zeiten sind natürlich nicht mehr wie früher. Insofern ist das schon realistischer, dass das nicht so gut läuft. Aber ich hätte mich gefreut, wenn die ganze Band wieder dabei gewesen wäre. Muss mal eben hier durch, danke. Wird er dann nachher auch Wie singen? Weil Wie hat ja eine ganz andere Stimme als Johnny. Das Einzige, was echt passieren kann, ist, dass der Biochip uns inzwischen so sehr eingenommen hat, dass sich sogar unsere Stimmbänder verändern und wir so klingen wie er. Sonst wird das eine interessante Nummer. Weil ich glaube, Wii hatte jetzt nicht unbedingt die mega Gesangsstimme, ne? Also, ging so. So, hier einmal durch und da vorne ist auch schon der Treffpunkt. Irgendwo unten. Mal eben durch hier. Yo. Entspannt hier parken, würde ich sagen. Zack. Und dann geht es schon. Mal sehen, wo der Gute ist. Und mal sehen, was er von uns will. So, hier am Papiermüll vorbei. Guck mal, da ist so eine Karre. Mit der werden wir bestimmt gleich abhauen. Moin. Bist du Sergej? Bist du Sergej? Nett, dass du fragst. In letzter Zeit kommt es mir vor, als hätte ich ein Neonschild über dem Kopf. Sergej hat die Klaus geärgert. Ich habe ein kleines Geschenk für die Tigers in der Garage. Okay, du scheinst gar nicht nervös zu sein. Für einen in deiner Lage bist du aber ziemlich ruhig. Naja, ich bin auf der Zielgeraden, weißt du? Eine Base entfernt von der Freiheit. Und du glaubst, die Tiger Claws nehmen dein Geschenk an? Ich weiß es. Wir Russen haben einen feinen Spiersinn für solche Dinge. Du bist nur der Bote. Spiersinn? Wie hast du denn die Tiger Claws verärgert, wenn man fragen darf? Wie hast du die Tiger Claws verärgert? Ah, das war nur ein kleines Missverständnis. Klar. Da war dieser Typ. Sah normal aus. Bart, braune Schuhe, nichts Besonderes. Hatte auch einen kleinen Hund. Gospodi, welcher Killer läuft mit einem Köter rum? War das Missverständnis, dass du ihn umgebracht hast? Schlimmer, viel schlimmer. Bah, hab schon zu viel gesagt. Gib mir die Koordinaten. Also gut, gib mir die Koordinaten. Klar, Moment. Ich öffne die Tür zur Garage. Öffne doch von innen, zur Sicherheit.
Der Wagen ist das Geschenk? Ist nicht einfach nur ein Wagen, aber grob gesagt, ja. Fahr ihn einfach dorthin und die erledigen den Rest. Und vermassel das nicht! Ich verlasse mich auf dich! Keine Sorge, Autofahren ist mein Ding. Begib dich in die Garage. Ah, wieder so eine Kompensationskarre. Bam, 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 bam. Erstmal alles ausräumen, wenn er uns schon in seine Garage lässt, nicht wahr? Kofferraum irgendwas drin? Du bist nicht er, Gott sei Dank! Schnell, lass mich raus, bevor er kommt! Okay, was machst du da drin? Wer bist du? Alex Pushkin, Senior Assistant für Qualitätssicherung bei Biotechnica. Wieso legt sich ein Konzern-QA-Typ mit den Tiger Claws an? Du arbeitest für die Tiger Claws? Hab denen gesagt, ich lehne ihr Angebot ab. Ah, ist kompliziert, komm raus, Kofferraum schließen. Sieht aus, als wäre dein Schicksal schon besiegelt. Tschüss! Sorry, Kumpel, aber das war's für dich. So, da wollen wir mal, ne? Wir müssen. Hallo, man guckt normalerweise die Ware nicht an. Das war ein Versehen. Leg sie weg. Ich vermasse das nicht mit den Russen. Wir haben einen Auftraggeber und. Oh, ist das gemein. Ist nun mal so, ich hab die Ware nicht gesehen. Hätte ich mal den Kofferraum nicht aufgemacht, scheiße. Los geht's. Oh, voll gemein. Haut mal die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Hättet ihr ihn rausgelassen oder hättet ihr auch gesagt, nein, ich habe hier eine Mission, einen Auftraggeber. Wir sind ja normalerweise, sind wir halt Hinsöldner, ne? Und normalerweise, dadurch, dass wir den Job angenommen haben, da muss man da eben halt auch mal durch jetzt, ne? Ja, ist ja nun mal. Geht uns ja nichts an. Geht uns ja nichts an. Ne? Kann man sich so einreden, wenn man möchte. Also normalerweise, ich glaube, ich hätte ihn jetzt freigelassen. Aber wer weiß, mit wem wir es uns dann wieder verscherzen, ne? Mit Sergei. Und Sergei hat bestimmt einflussreiche Freunde. Ja, ist ihr. Hab noch so viel vor mir. Parke hinter dem Diner. Bring ihn nach hinten. Hast du was für uns? Ja, Sergei lässt grüßen. Sergei lässt grüßen. Blöder Clown. Lauf zu Shu und sag ihm, das Paket ist da. Also, das war's? Sergei und ihr seid quitt? Nicht dein Bier. Du wirst ja nicht mehr gebraucht. Na, vielleicht war es doch keine gute Idee. Na ja, reingehauen, ne? Du stellst keine unnötigen Fragen, wie. Du machst einfach, was man dir sagt. Ja, ne? Das weiß ich zu schätzen. Und deshalb belohne ich es auch. Auftrag erledigt. Tatsächlich habe ich genau das getan. Ich habe das nicht hinterfragt. Ich habe einfach funktioniert. Mega uncool. Bitte anhalten. Bitte warten Sie kurz. Dankeschön. Wir schauen auf die Map. Was haben wir denn hier noch so? Söldner gesucht. Sehr niedrig. Da ist wieder eine Person in Nöten. Na dann mal los. Darf ich mir eben eine Karre ausleihen? Nein, du kriegst sie auch wieder. Doch! Das nicht! Warum denn nicht? Du kriegst sie doch wieder. Ist doch nur für einen kurzen Moment. Ich muss hier der nächsten Person in Not helfen. Das ist wichtig. Mal schauen, was da auf uns lauert. Vorsicht! Okay. Wakako! Du sollst Lauren Costigan retten, die Ehefrau von Bradley Costigan. Okay. Meinem Kunden. Sie wird von den Tiger Claws gefangen gehalten. Wenn du mehr wissen willst, sieh in den Anhang. Anhang anbei. Dann schauen wir mal. Okidoki. Alte Sünden werfen lange Schatten und Bradley Costigan hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht. Damit brachte er nicht nur sich selbst ins Gefängnis, sondern auch eine Menge Ärger ins Leben seiner Frau, Lauren Costigan. Es ist deine Aufgabe, ihr zu helfen. Als Bradley hinter Gittern landete, wurde er von alten Bekannten bei den Tiger Claws kontaktiert, damit er für sie ein paar Verräter in den Knast absticht. Als er sich weigerte, nahm das Drama seinen Lauf.
Die Tigers entführten Bradleys Frau und schickten ihm Beweisbilder, woraufhin dieser sich natürlich auch doch kooperativ zeigte, gleichzeitig jedoch auch an mich wandte. Er hat versprochen zu zahlen und ich denke, er ist verzweifelt genug, dass wir ihm trauen können. Meine Leute haben bereits herausgefunden, wo die Bilder gemacht wurden. Mach dich auf den Weg, sobald du die Koordinaten hast. Okay, dann lass uns mal schauen. Habe ich zwischengespeichert? Ja. Ich würde sagen, guck mal, wie wir da am besten reinkommen. Ah ja, guck mal. Versuchen wir doch einfach mal den Weg, oder? Mal sehen, hier haben wir eine Kamera. Erstmal ein Breach-Protokoll raufgeballert. 1D557A. 7ABD, das läuft schon mal gut. Okay. F5. Und dann würde ich sagen, Leute, das sind nur ein paar Tiger Claws. Einfach machen. Klingen erhöht, klingen den Klingen. Noch jemand? Oh ja, da, guck mal. Das ist mir. Beim Wegrollen. Geil. Das wurde ja wohl nichts, mein Freund. Aber süß. Ich werde dich zerficken, Hurensohn! Sagt er, während er zwei Schwerter in der Brust stecken hat. Ich werde dich zerficken, Hurensohn! So, na, gucken wir uns mal um hier. Ich denke, die Musik kann aufhören zu spielen. Die sind doch alle tot. Da lebt auch keiner mehr. Brummbüt. Was denn? Doch noch jemand hier? Werden wir gleich rausfinden. Jetzt erstmal hier nochmal verbinden. Und ein bisschen abgezogen. So, FF, das hatten wir noch nie, Alter. FF. Ich finde doch jemanden FF. FF7A, das haben wir ja so gar nicht am Start. Da. FF7A. 55, 7a. Scheiße, 55, 55. Voll verkackt. Voll verkackt, Alter. Naja. Immerhin besser als nichts, nicht wahr? Finde Lauren Carstington. Mal gucken, wo die ist. Bestimmt im Keller. Solche Personen werden immer im Keller aufbewahrt. Was haben wir denn hier noch so? Ein bisschen Junk nehmen wir immer mit. Also man hört auf jeden Fall, dass da noch irgendwo jemand ist. Ich würde das ja gerne einsammeln, aber es geht nicht. Nein. Ja, wird der Keller sein. There we go. Ich denke, das war's an Widerstand. Mal sehen. Okay, wo mag die gute Dame sein? Eben noch wieder looten, vor allen Dingen Munition und sowas ist ja im Hinblick auf die bevorstehenden Abenteuer, die uns noch so gegen Ende hin erwarten werden, vermutlich nicht verkehrt. Es scheint noch weiter hinab zu gehen. Ein Schwert. Aber nach einem Jahr ging die NAA unter. Ich stand auf der Straße, hab mich überall auf einen Job beworben. Ich
Kann ich wieder nicht looten? Da ist sie doch. Hey! Ich hol dich hier raus. Ich hol dich hier raus. Was? Dein Mann schickt mich. Ich bring dich in Sicherheit. Komm. So ein dummes, wertloses Stück Scheiße! Ja. Wir müssen los. Dafür ist keine Zeit. Los. Ah, sehr hübsche Füße. So. Bisschen schmutzig. Kopf okay. runter. Ich glaube, mit Kopf runter läuft ihr nicht. Die rennt hier einfach durch wie so eine Irre. Ist okay. Ich habe den Wagen organisiert. Ist gut. Na, hier ist doch Kopf runter oder was? Das währte nur kurz. Was ist mit deinem Arm los? Das sieht ungesund aus. So, kommst mit? Oder ist das der Wagen? Ja, also, nee. Nichts zu danken. Sagt sie noch irgendwas? Sagt sie nicht? Geht sie einfach weg? Hallo? Hallo? Oh ja. Kannst du jemanden um Hilfe fragen? Hey, hast du jemanden, der dir hilft? Meine Mutter. Sag ihr, sie soll eine Weile untertauchen. Wir suchen auch nach Freunden und Familie. Verstehst du? Ja. Was ist mit Brad? Denk erstmal nur an dich. Das Auto ist für dich. Steig ein. Die Karre bringt dich in Sicherheit. Danke. Pass auf dich auf. Mission abgeschlossen. Ich sage Bradley Bescheid, dass Lauren in Sicherheit ist. Und weg. Was ist denn da los? Danke für deine Hilfe. Immer gerne, Mann. Man tut, was man kann. Oh, das ist immer irgendwas ist, ne? Irgendwas ist immer in diesem Spiel. So. Und haben wir bald mal ein Level-Up irgendwie oder so? Upp. Weiter geht's. Was haben wir als nächstes? Rückholaktion. Gefahr sehr niedrig. Dann sind wir hier mit dieser kleinen Insel ja auch schon wieder durch, ne? Das ist nochmal Kleptomanie. Alles sehr niedrig dann. Ganz entspannt. Holen wir mal irgendwas zurück. Aber guck mal, Leute, es ist wirklich nicht mehr viel. Nee, ihr müsst ja die ganzen Karren auch abziehen. Das ist nicht mehr so viel. Das ist absehbar. Das ist wirklich absehbar. Und die meisten Sachen ist ja nur noch reinrennen, kaputtmädeln. Reinrennen, kaputtmädeln. Ganz entspannte Nummer. Klingen. Haben wir da noch was Cooles? Ausweichen erhöht irgendwas? Durch Klingenwaffen ausgelöstes Bluten kann dreimal gestackt werden. Komm, Gönnung. Buff, warum denn nicht? Erhöht den kritischen Schaden mit Klingwaffen um 25%. Wow. Wir werden auch richtig übel mit den Dingern. Jo. Zwischen gespeichert, weitergefahren. Walk? Walk? Don't walk! So. Wie sieht's überhaupt inventarmäßig aus? Warte mal, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal wieder aufräumen? Oh ja. Ah, wobei. Es ist noch. Einmal geht auf jeden Fall noch. Eine Mission ist noch drin, würde ich sagen. Dann müssen wir mal wieder verkaufen gehen. Die nächste schaffen wir schon noch. Einmal Rückholaktion. Dabei ein bisschen auch noch mehr mitnehmen, was man so rückholen kann halt, ne? Und dann geht es schon. Jetzt vorsichtig, muss man irgendwie durch. Oh mein Gott! Einmal um die Kurve rum. Jawoll. Oh. Hier vorbei. Oh, den sind wir da. Oh, frontal reingeballert. Das gibt Nackenschmerzen, du. Das geht auf den Nacken, das sage ich euch. Oh. So, da vorne ist es auch schon gleich. Ah, guck mal, das ist einfach nur reinklettern. Sorry. Wie? Du musst was für mich besorgen. Ja. Für mich, nicht für einen Kunden. Oh. Also schnell und sauber, bitte. Okay. Dafür musst du ins Revier der Tiger Claws. Hohes Risiko also. Mehr Informationen anbei.
Okidoki, das lesen wir jetzt eben noch kurz, komm. Also, ein großer Schatz kann sich mitunter als ein schwerer Fluch herausstellen. Merkt ihr das wie? Einer Hehlerin in meinem Territorium, Lia Gladen, fiel ein äußerst wertvoller Schatz in die Hände. Ein Gerät, mit dem sich Konzern Cyberware knacken lässt. Einige nennen es Corp Cracker. Diese Tech öffnet Anzüge, die aussteigen wollen. Was? Diese Tech öffnet Anzügen, die aussteigen wollen. Alle Türen. Okay, Korpus also. Sie können die Cyberware, die Sie von Ihren Konzernen gestellt bekommen haben, behalten, aber für gutes Geld gebraucht verkaufen. Lear ist nicht von gestern. Sie wusste, was die Tech wert ist. Wir beide haben sehr lange verhandelt und waren kurz davor, uns auf meinen Preis zu einigen, als auf einmal der Kontakt mit ihr abbrach. Finde für mich heraus, was mit Lear passiert ist und viel wichtiger, besorg mir diesen Corp-Cracker. Melde dich nicht eher bei mir, ehe du ihn hast. Verschwende keine Zeit. Alles klar. Moin, ihr Lieben. Ja, hallo. Jo, da läuft einer so quasi nackt hier rum. Ihr habt den Haar ganz kurz Creme gehört und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal den Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, oh mein Gott, euer Blaufuchs, was für ein Arsch.